Wir haben uns Gedanken zur Nahfeldbeschallung gemacht. Klassischerweise ist es so, dass die teuren Plätze den in Anführungsstrichen schlechtesten Sound haben. Mein Name ist Olli Czotow, ich bin technischer Projektleiter bei 6K United und auch der FOH-Operator. Und zeichne mich verantwortlich für alles, was mit Audio bei dem Projekt zu tun hat. 6K United ist ein pädagogisches Chorprojekt. Verschiedene Schulen oder Chorvereine können sich hier bewerben. Die Kids, in Summe 6.000 pro Konzert, kommen halt an dem jeweiligen Tag in der jeweiligen Stadt zusammen und singen ihr Konzert. Wir nutzen hier ein großes Portfolio an eingesetzter Technik. Angefangen bei den Mischpulten geht es im FOH los mit SSL Live. Das zieht sich weiter in den Chor-Submix, was wir auch mit SSL Live-Konsole lösen. Als PA-System haben wir ausschließlich Lautsprecher von Das Audio, die neue ARA-Serie von denen seit dem letzten Jahr, womit wir sehr, sehr happy sind. Und dann gibt es noch so ein paar Specials. Wir haben einen immersiven Prozessor von Coda Audio, den Space Hub, und als Tracking-System für Gewerke Audio und Licht nutzen wir ZackTrack, das Smart-System. Neu ist für uns die Lösung der Nahfeldbeschallung. Man muss wissen, dass das audiotechnische Programm, der Inhalt bei 6K United in links und rechts geteilt ist. Also es gibt einen linken Chor, es gibt einen rechten Chor, es gibt linke Vocal Coaches und rechte. Die sind im Stereo-Mix auch hart links und hart rechts gepennt, was in der Arena super funktioniert und auch echt teilweise sehr beeindruckend ist, weil man das nicht so oft in einem harten Panning macht. Das funktioniert in der Arena wohlgemerkt sehr gut, in den ersten 5 Reihen halt nicht, aus verschiedenen Gründen. Und wir haben dieses Jahr zum ersten Mal uns eine Lösung überlegt mit einem immersiven Prozessor, der Space Hub von Coda Audio, mit deren Hilfe fassen wir alle Lautsprecher, die auf der Bühne liegen und neben der Bühne stehen, also für die Nahfeldbeschallung verantwortlich sind, fassen wir zu einer akustischen Front zusammen und haben so die Möglichkeit, auch in den ersten Reihen die Objekte, in dem Falle halt die Sänger oder Stems von der Band, an den Positionen zu hören, wo sie halt auch eben stehen oder auftreten. Das ZackTrack-System verbinden wir mit dem Prozessor, der die Ortung, die Positionierung im Nahfeld übernimmt. Alle Sänger sind mit Trackern ausgestattet und senden im Prinzip ihre Position per OSC in mein System. Für uns ist ZackTrack eine Premiere, zumindest im Tour-Kontext. Vorteile liegen hier für uns auf der Hand. Das ist einmal das Easy Setup. Schnelle Einrichtung. Wir können das System mehr oder weniger mit vorhandener Crewstärke integrieren. Wir brauchen kein zusätzliches Personal, um das System zu bauen. Es ist schnell eingerichtet, es läuft stabil, es ist einfach tourtauglich und deswegen ZackTrack. Hallo, mein Name ist Boris Kaiser, ich bin der Lichtoperator hier bei 6K United. Wir benutzen zur Steuerung des Lichtes eine Grandma 3 und für das ZackTrack 4 Washlights. Der ZackTrack Workflow ist relativ einfach, weil ich muss nur etwas im Grunde genommen anlegen. Wir haben ein Fixture, nennen wir das in unserem Pult. Das ist ein ZackTrack Fixture und das ist in dem ganzen mit implementiert und läuft über den Rechner, den auch die Soundleute benutzen. ZackTrack hat die sehr positiv beeinflusst, die Produktion. Da wir auf dieser Produktion viel Bewegung haben, ist das für uns wesentlich einfacher, wenn wir ZackTrack für den Musical Director benutzen, der sich gerne über die ganze Bühne bewegt und somit nicht so gefangen ist auf seiner Position. Hi, ich bin Ingrid und ich bin verantwortlich für die Chormikrofonierung und das Wireless- und Frequenzmanagement und dieses Jahr dann zum ersten Mal auch für das ZackTrack-System. Wir haben Antennen unter den Core-Monitoring-Arrays, wir haben Antennen in den System-Dollies und vorne an der Bühnenkante. Die Ethercon-Kabel, über die die Antennen mit Signal und Strom versorgt werden, über PoE, sind einfach fest in die Licht- und Audio-Looms mit eingeknüpft. Deswegen müssen die im Prinzip am Ende nur aufgesteckt werden auf dem Switch und dann war es das eigentlich schon. Ich sehe auf jeden Fall Potenzial auch im Corporate- und Industriesektor. Bei Rednern auf der Bühne, die sich irgendwie bewegen und das Ganze dann natürlich in Kombination mit immersiven Soundsystemen oder dann gerade eben auch beim Licht, ist das auf jeden Fall sicherlich vom optischen oder auch vom akustischen Erlebnis nochmal einen Schritt nach vorne.